beginnen wir erstmal mit Ausfallschritten. Das heißt, ich gehe in Ausfallschritt nach rechts, Ausfallschritt nach links. Aus den philippinischen Kampfkünsten kennen wir das als Dreiecksschrittarbeit. Und da werden wir dann verschiedene Techniken im Bereich des Aufwärmens einfach mit ergänzen. So, okay. Am Hobel der Deckung. Und ich gehe links vor. Es geht zurück. Hier rechts. Es geht zurück. Links vor. Und rechts. Okay. Da ich jetzt keine Musik im Hintergrund habe, werde ich auch immer fleißig mitzählen. Und ich zähle mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wenn ich jetzt vorgehe, mache ich einen Yakutsuki. Vorstoß mit der hinteren Hand, dann Arme zurück in die Deckung. Vorstoß mit der hinteren Hand, wenn ich in die andere Richtung. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Anstatt des Vorstoß machen wir jetzt einen Ellenbogen nach vorne. Hier, eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Als nächstes, ich gehe links vor in meine Schrittstellung und mache ein Knie mit dem rechten Bein nach vorne, ungefähr in die Mitte unseres Dreiecks, wenn wir in der Dreieckschrittarbeit arbeiten. Dann wechsle ich über hinten die Auslage, rechts geht vor, Knie links. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Okay, ich kombiniere jetzt den Ellenbogen und das Knie. Das sieht dann so aus, aus der Referenzposition hinten, ich links nach vorne, eben nach vorne gehen und Ellenbogen mit dem rechten Arm. Dann fasse ich die gedachte Schulter des Gegners und ziehe ihn in mein Knie rechts hinein. Auslagewechsel, rechts vor, Ellenbogen links, beide Hände fassen, linke Hand fassen, die Schulter des Gegners und Knie links. Okay, und eins, Ellenbogen fassen, Knie. Zwei, Ellenbogen fassen, Knie. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Okay, kurz auslockern. So, als nächstes werden wir federn, also auf der Stelle hüpfen und locker im Wechsel nach vorne gehen. Ja, ruhig auf Kniehöhe, Schienbeinhöhe. Das ist erstmal im Sinne des Aufwärmens okay. Wenn das Federn die Nachbarn ärgert, dann könnt ihr natürlich auch einfach im Stand arbeiten, aber das Federn treibt den Kreislauf ein bisschen. Dann zur Seite, Yokugene, Ich, Ni, San, Chi, Go, Ho, Sitch, Hatch, Kyu, Ju, nach hinten, Ich, Ni, San, Chi, Go, Ho, Sitch, Hatch, Kyu, Ju, nach vorne aus, Ich, Ni, San, Chi, Go, Ho, Sitch, Hatch, Kyu, Ju, nach vorne innen, Ich, Ni, San, Chi, Ok, Sitch, Hatch, Kyu und Ju. Okay, Beine auslockern. Wir machen von der Mitte kommend einen Faustschluss nach vorne. Die Faust bleibt dabei auf der Mitte. Die zweite Faust geht schon in die Startposition und jetzt lenkt sich die vordere Faust ein bisschen ab. Die zweite Faust kommt nach vorne.
Etwa auf halbem Wege treffen sich beide Fäuste, kommen gleichzeitig an. Lenkt sich die Faust leicht ab, der hintere kommt nach vorne. Okay. Die können wir in relativ hoher Frequenz hintereinander ausführen. Und damit wir eine kleine Orientierung haben, machen wir jetzt immer 5er Blöcke. Das heißt, einmal zählen sind 1, 2, 3, 4, 5 Faustechniken. Rechts beginnt und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, und auslockern. Ich hoffe, ihr habt einen einigermaßen angenehmen Untergrund. Wir gehen jetzt auf den Boden und machen jetzt ein bisschen Platz und schaukeln ein wenig. Auf den Rücken. So, wenn ich jetzt nach vorne komme, dann lege ich die Beine ab. Beide Knie zeigen jetzt nach links. Zweite Schaukel, beide Knie zeigen nach rechts. Und 1, 2, 3, 4. Nehme ich noch ein bisschen die Seite. 5, 6, 7, 8, 9. Und 10. Okay. Wir bleiben ein bisschen beim Schaukeln. Und mein Ziel ist jetzt, wenn ich auf der Schaukel nach vorne komme, dass ich in den Grätschsitz gehe. Schaukel nach hinten und Grätschsitz. 2. 3. Wieder so, dass beide Knie nach links schauen. Gehe jetzt mit dem Oberkörper nach vorne und schwinge die Füße hinten rum, den Scheibenwischer, sodass jetzt beide Knie nach rechts schauen. Vorne lehnen, Knie nach links, vorne lehnen, Knie nach rechts. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9 und 10. Okay. So, jetzt ist der Boden endlich mal wieder sauber. Ich hoffe, die Knie machen das Ganze mit. Für die nächste Übung starten wir wieder in dieser Position, beide Knie zeigen nach rechts. Manche nennen diese Position auch oder diese Übung auch den Matador. Jetzt mache ich Folgendes. Rumpfmuskulatur anspannen und hochdrücken auf Knie, das hintere Bein nach vorne nehmen, in den Kniestand. Zurück, absetzen, Bein zurück. Okay, dann machen wir jetzt mal 5 pro Seite. Und 1. 2,
und 5. Okay. Dann haben wir uns eine kleine Ruhepause verdient. Wir legen uns auf den Rücken. Drücken die Hüfte hoch in die Brücke. Nehmen ein Bein dazu hoch und strecken nach oben zur Decke. Okay. Dann machen wir das gleiche auf die andere Seite. Das heißt, so hoch in die Brücke, Knie hoch und strecken zur Decke. Okay, das Ganze machen wir jetzt auch wieder. Den mal mit dem rechten Bein zur Decke stoßen, strecken. Den mal mit dem linken Bein. Okay. Und als erstes Brücke, Kick. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Andere Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay. So. Als nächstes. Wir starten in der Bankposition bzw. der Hockposition. So, jetzt machen wir ein Sit-Out in die Richtung. Das heißt, ich strecke mein Bein hier durch. Okay, das ist Nummer 1. Position 2 ist, ich ziehe das Bein nach hinten durch und gehe in eine Schrittstellung. Dabei darf die Hand am Boden bleiben. Hier. Und das ist Position 2. Position 3 ist nochmal. Bein durchschieben und dann kehren wir zurück in die Mitte mit Seitenwinkel. 1, 2, 3, zurück. Okay, das machen wir jetzt immer im Wechsel. Ich stehe wieder 10 Mal vor. Jede Seite ist eine 10-Zeit. Und 1, vor, zurück, vor, Mitte. 2, vor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, gut.